In einer Wohnung werden 5 normale Glühlampen von jeweils 60 Watt durch Energiesparlampen von 11 Watt ersetzt. Jede Lampe brennt im Durchschnitt 1,5 Stunden pro Tag. Frage: Wie groß ist die Einsparung in einem Jahr, wenn eine Kilowattstunde 30 Cent kostet? Die Anzahl Lampen N gleich 5. Die Leistung P1 einer Glühlampe beträgt 60 Watt. Da wir eine Anzahl Kilowattstunde suchen, können wir diese Leistung sofort umwandeln in 0,06 Kilowatt. Die Leistung P2 einer Energiesparlampe beträgt 11 Watt, das heißt 0,011 Kilowatt. Die angegebene Zeit T beträgt 1,5 Stunden. Wir wissen auch, dass 1 Kilowattstunde 0,30 Euro kostet. Was wir suchen, ist die Einsparung an Euro pro Jahr. Zuerst nutzen wir die Formel P gleich E auf T, aus der wir schließen, dass E gleich P mal T ist. Für die Glühlampen bedeutet das, dass die Energie E1 gleich ist zu N mal P1 mal T. Wir ersetzen N durch 5, P1 durch 0,06 und T durch 1,5. So finden wir als Energie E1 0,45 Kilowattstunde. Jetzt die Sparlampen. Die Energie E2 berechnen wir durch dieses Produkt, indem wir N durch 5 ersetzen, P2 durch 0,011 und T durch 1,5. So finden wir als Energie E2 0,0825 Kilowattstunde. Die Differenz nennen wir Delta E. Als Energiedifferenz finden wir also E1, das heißt 0,45, minus E2, das heißt 0,0825, und das ergibt 0,3675 Kilowattstunde. Die Einsparung pro Tag beträgt also 0,3675 mal diese 0,30 Euro. So viel Euro sparen wir also pro Tag ein und wir sehen, das sind 11 Cent pro Tag. Das ist nicht viel, aber wenn wir diesen Betrag mit der Anzahl Tage pro Jahr multiplizieren, dann finden wir immerhin eine Einsparung von 40,27 Euro pro Jahr.